Hey Leute, willkommen zu einem Video. Heute in diesem Video zeige ich euch mal, wie ihr die Railgun im Online-Modus bekommen könnt. Das einzige, was ihr dafür machen müsst, ist, ihr geht in eine Online-Sitzung. Es ist egal, welche Art von Online-Sitzung. Dann begebt ihr euch ganz einfach hier zu diesem Ort. Und dann solltet ihr eigentlich auch schon direkt hier so einen Waffentransporter angezeigt bekommen. Was ihr nun macht, ist folgende Sache. Ihr fahrt ganz einfach zu dem Waffentransporter einmal hin. Und sobald wir dann beim Waffentransporter angekommen sind, öffnet sich die Tür. Wir laufen zum Waffentransporter ganz einfach hin, drücken einmal die rechte Pfeiltaste. Dann gehen wir auf Waffen. Und dann haben wir hier auch beispielsweise schon die Railgun. Die können wir ganz einfach kaufen, so wie man es kennt im Waffenshop. Ihr könnt auch sogar unterschiedliche Farben nehmen für die Railgun. Könnt ihr auch noch andere Sachen kaufen, die man auch schon davor kaufen konnte. Aber wie ihr sehen könnt, kann man so ganz einfach die Railgun im Online-Modus bekommen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Aber ich würde sagen, lasst ein Like da, haut rein und ciao.